Wir haben hier beim Soundbello natürlich die Kriterien, dass wir das auch für Kinder, vor allem für Kinder, herstellen wollten. Das heißt, wir haben gewisse Auflagen. Klebstoff zum Beispiel war eine ganz große Thematik. Das Gleiche war dann im Endeffekt diese Hupe, nenne ich mal, oder dieses Druckstück, der Squeeze, wie wir ihn jetzt mittlerweile nennen, da einfach eine Mischung zu finden aus der sogenannten Haptik, wie sich das Bauteil anfühlt in der Hand, aber auch die Möglichkeit zu drücken. Das heißt, wie weich muss das Material sein? Und da muss man dann immer so Mittelwege finden aus mechanischer Eigenschaft und was würde ich gern fühlen beim Drücken.